Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego, auf der guten Altenstein-Map. Wir sind am Vorproduzieren immer noch. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die Woche schon rum ist bei euch. Ich habe immer noch Samstag, ja, und bereite hier alles vor, dass ihr auch jeden Tag ein schönes Video habt oder, ein Video von mir habt. Und ich in aller Ruhe mich auf die Arbeit konzentrieren kann und auf Arbeit volle Leistung bringen kann. So, jetzt muss ich hier volle Leistung bringen. Und ich merke, es gestaltet sich wieder borstig. Ja. Ich brauche auch für das eine Feld, ich brauche gar nicht mehr viel. Ah, das kann sein. Ah, manchmal geht das auch. Da kriegt man nicht alles raus, ne, aus der Miste. Verdammt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das kommt öfter vor, als man denkt. Ah, hier hinten kriege ich noch ein bisschen was. Nice. Kriege ich hier vorne auch noch was? Ein bisschen? So ein bisschen, komm. Hm? Will er nicht, okay. Und dann haben wir noch einen Joker. Dieser Joker nennt sich... Oh, wir haben auch Holzstapel. Mehr im Reifen als daneben. Der Joker heißt Schweinemast. Komm, rückwärts fahren musst du, wenn du rückwärts willst. Naja, das ist der Trick. Mal gucken, ob die Schweinis für uns... Zwei Schüppchen, mehr brauche ich nicht. Dann bin ich auf jeden Fall durch mit Miststreuen. Also jetzt für die drei Felder. Ach, guck mal, die Schweinis waren fleißig. Yes, das gibt eine dicke Schippe voll. Fein. Ja, wir lassen den Kleinen da hinten stehen. Wir sind ja flexibel hier mit unserem Deutz. So. Mein Pedal quietscht schon wieder. Das kann nicht sein, dass das Teflon-Spray schon wieder abgeschabbelt ist. Soll ich da noch was anderes reinsprühen? Habt ihr schon mal was anderes als Teflon-Spray in euer Pedal gesprüht? Hoppala. So, jetzt rückwärts zurück oder vorwärts zurück? Das ist jetzt die große Frage. Wir fahren vorwärts. Ja, wir sind heute nicht ganz so hart wie sonst. Kommst du rum? Schaffst du? Schaffst du? Schaffst du? Und den Holzstapel stehen lassen aber, ne? Oh. Nicht ganz. Es war knapp. Es war knapp. Ich hätte es schaffen können, aber ich glaube, die Kolli vom Reifen steht ein bisschen raus. Ihr wisst, dass ich mache immer nur 80% bei meinen Mods. Was heißt bei meinen Mods? Bei meinen Änderungen. Wenn ich damit spielen kann, dann reicht mir das immer schon. So, ich glaube, die ganze Schippe passt eh nicht mehr in den Bestreuer. Wir werden dort eine Restmenge dem Haufen wieder zuführen. So, jetzt muss ich gleich erstmal einmal durch die Geräte tapulieren. Wer denn jetzt fertig ist? Ich hoffe, dass die Rita fertig ist mit dem ja, Eggen, möchte ich mal sagen. Saatbettvorbereitung. Ja. Und dass ich dann gleich die Drille rausholen kann. So. Jo, das war's auch mit Mist. Achso, wir können gleich einmal noch die Gabel leer machen. Das können wir, der Mischstreuer, da wird auch noch ein bisschen was drin lassen. Drin behalten, würde ich sagen. Stell dich mal so lange hier an die Ecke. Hüpf mal runter von deinem Schlepperchen. Leg eine Schleuderwende hin. Und hüpf mal drauf. So. Weiter geht's. Nee, anmachen muss ich erst. Ah. Weiter geht's. Vollgas. Könnt ihr mir folgen, YouTube? Ist alles gut bei euch. So ums Eck herum, drumherum quasi gefahren. Und, ah, ich sehe schon, da unten steht der kleine Rote. Und Rita ist weg. Das heißt, die liegt auf dem Sofa. Und guckt ihre Lieblingssendung. Ah, ist Mittag gerade auch. Ah, okay, ja. Das bietet sich ja an dann. Und dann werde ich gleich eben schnell die Drille dran machen und hoffen, dass ich den Schlepper am Feld habe,
wenn die Rita fertig ist mit Mittag. Das ist ja Wahnsinn, ne? Der Flügomat ist auch fertig. Aber der Flügomat braucht noch ein bisschen Nacharbeit. Yeah, sehr schön. Ja, dann ist erstmal genug Naturdünger gestreut. Wir müssen gucken, wie wir die anderen Felder düngen. Ich muss ja auch noch den Kartoffelacker da platt machen. Also einarbeiten und also mal auch mit dem Fluch. Muss man erstmal gucken, wo stelle ich denn den Mistreuer voll Mist hin? Ist ja eigentlich auch nicht gut, wenn da immer Mist drauf ist, ne? Da ist ja auch hier Ammoniak und sowas drin. Das greift ja auch ein bisschen das Material an und so, ne? Ey! Komm über meinen Knopf auf meinem Lenkrad. YouTube, was mache ich denn dagegen? So, dann mach deine halbe Schüppke nochmal leer, mein Kumpel. Und dann... Diego for life wieder hier. Katastrophen-Diego, auch genannt. Maria und Giuseppe. Ich glaube, ich muss gleich auch mal eine kleine Pause machen. Nee, ich tapuliere jetzt erst einmal durch. Hey, Respekt. Respekt. Ja, schön. Und die Rita macht Mittag. Oh, hat die kleine Ecke auch noch mitgemacht. Jetzt gar nicht machen brauchen. Ach, dieses kleine Eckchen da unten. Ja, aber nice. Nice, nice. Ja, komm. Dann, soll ich jetzt erst... Oh, das klappt so gut hier, ne? Mit dem kleinen Grubber. Ich glaube, dann mache ich das andere Feld auch erst noch mit dem kleinen Grubber. Und hol dann die Drille. Immer auf Innensicht hier, ein bisschen Neues. So, komm. Oh. Blinker. Das war ein Versehen, YouTube. Ich wollte nicht blinken. Wie geht der aus? Was habe ich denn angemacht? War ein Blinker? Nee. Ah, Blinker ist aus. Alles gut. Hupala. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt auf dem Lenkrad. Ich weiß auch nicht welchen. Drapiere dich mal so lange hier auf den Grünstreifen. Die Rita macht ja eh noch Mittag. Ne? Lass mal dich mal schön hier stehen auf dem Grünstreifen. So, ja. Mach mal aus. Das Maschinchen. den Mischstreuer müssen wir kurz parken noch. Dann kannst du dir auch die Drille schnappen zur Not. Oder den Flug. Du musst flügen, mein Freund. Du hast sogar das Percy-Spezial vorne dran. Du flügst. Sag mal, hast du schon dein Schüppchen entleert? Nee, ne? Hast du noch gar nicht gemacht, ne? Lass mal den Motor an. Hüpf mal eben kurz rüber. Nee, mal Schüppe leer machen. Leute, so wieder nicht. Hm. So. Sollen wir bei den Mukus auch eben einmal feucht durchwischen? Wie sieht das aus bei den Mukus? Sieht gar nicht so schlecht aus hier alles. Die Schweinis, die haben unheimlichen Verbrauch, ey. Gut, die Kühe, ich habe da noch Kraftfutter stehen. Das können wir denen noch mal eben, können wir denen mal eben geben. Okidoki, Mrs. Pokey. Mach mal aus, das Menü. Versuch mal nicht gegen die Wand zu kacheln. Wir geben den Mukus eben eine Ladung Mischwasser. Ich muss den Schlepper eh umbauen. Da müssen Zwillinge dran und alles.
Und dann fährt der mit der Maisdrille. Ja, ach so, jetzt den Klotz erst, kannst auch erst den... Ist mir egal, wie rum. Du kannst auch erst Frontlader machen, dann den Klotz. Oh, muss nur richtig rumlenken dann, Diego. Du musst nur richtig rumlenken. Wenn du rückwärts fährst, musst du so rumfahren. So. Alles gut. Dann legen wir das Frontlader-Grade hier vorne ab. Und den Klotz, den lege ich vorne stirnseitig rein. Richtige Gerät ist ausgewählt. Sehr schön. Naja. Wir machen auch erst Mischfutter für den Mukus. Und dann bauen wir die Zwillinge an. Upala. Upala, upala. Sehr schön. Klassisch abgeworfenen Klotz. Ich weiß aber nicht, ob der Kleine für die Maisdrille das Frontgewicht braucht. Ich müsste aber... Ich habe noch ein Percy-Spezial zur Not da. Einmal bitte Mischfutter für die Mukus, wenn es geht. Die Mädels haben Hunger. Oh, ist ja noch ein ganz voller Anhänger. Schön, 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 schön. Wir fackeln auch nicht lange rum. Wir fahren direkt hinten zu dem großen Trog. Dann muss ich mich hier nicht reinzwirbeln mit dem Frontlader. Ach so, oder ich könnte mal hier rückwärts. Das könnte man auch mal probieren. Ach, ich komme auch nicht raus. Kommst ja nicht rein und nicht raus aus der Scheune. Entschuldigung, Entschuldigung, YouTube, Entschuldigung. Es sollte kein tätlicher Angriff werden auf euch. So, hallo Mädels. Papa hat einen Soundpfahl im Anhänger. Und Mischfutter. Papa hat Mischfutter mitgebracht. Freut ihr euch? Ja. Das ist ja schön. Das ist ja mal schön. Papa muss noch ein bisschen zurückfahren. Papa hat sich im Lenkrad vergriffen gerade. Ja, das passiert schon mal. So, wir schleichen uns an quasi. Ja, ja, wir... Nee, Abkippsymbol. Entspann dich, wir fahren da erst noch näher ran. Naja, das Abkippsymbol wird ihm schon ganz paniklich. So. Das gefällt. Feuer frei. Und jetzt, ich hätte mich totgelacht, wenn es zur anderen Seite rausgekommen wäre. So, Mischfutter für die Mukus. Hier, das wird abpiktuliert. Zack, so. Ja, Laika, das schmeckt, wa? Das hat Papa mit Liebe gemischt. Mhm. So. Ja, die brauchen nur noch einen, ne? Ist die Frage, bringen wir den Mischomaten 3000 direkt hoch? Oder stellen wir den leer, stellen den leer hier unten hin, ja, doch. Stellen den leer hier unten hin, wir bauen Zwillingsreifen an. Der Mais muss in die Erde, ey, Leute. Der Mais muss in die Erde, es geht nicht anders. Stellen wir den Mischfutterautomaten neben die Anhängers hier in den... 1,80 Meter hohen Brennnesseln. Ja, oh, warte mal. Dann fahren wir ein bisschen vor. Dass ich die... war mal langsam, Diego. Was läuft mit dir? Ja, so. So. Na? Ich glaube, ich muss noch mal... Mehr Glück als Verstand, der Junge. So. Ich könnte doch Engländer sein mit meinem aggressiven Fahrstil. So abgekuppelt, das Tierchen. Zwilling angeschraubt. Los, ab zur Werkstatt hier. Boah, ich hoffe, dass der Jupp hier gerade hier ist. Mach mal aus den Motor. Der Motor geht gleich eh aus. Dass der mir eben helfen kann, die Zwillinge anzuschrauben. Alleine ist halt immer so eine Ochserei, ey. Ich weiß nicht, ey. Ja, bitte. Oh.
danke. Mann, Mann, Mann. Ja, der Jupp hat mir geholfen, eben die Reifen aufziehen. Ist ja alleine doch ein bisschen Wühlerei. Ne? Warum denke ich denn, wenn ich zu Fuß unterwegs bin? So. Hüpp da, rein in den alten Kübel. Mach an, das Tierchen. Rückwärts gefahren, yeah. Wir fahren direkt rückwärts bis zur Maisdrille und dann ist das Video auch zu Ende. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch einigermaßen gefallen. Vielleicht tun wir uns ja nochmal bei einem anderen Video wiedersehen. Wer weiß das schon, ne? Man weiß ja nie. Ne? Vielleicht klickt ihr zweimal versehentlich auf ein Video von mich, ne? Alt, stopp. So nicht. Du kannst doch da nicht quer durchfahren, Diego. Stellst dir das vor. So, jetzt aber. Das wird ja kurz vor Ende nochmal richtig lustig, der Junge. Und Phil mit dem Deutschen diagonal durch das Loch fahren. Wir wissen doch, dass das nicht geht, Diego. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, ob hier Saatgut drin ist. Kuppel dich mal an. Da ist nichts drin, ey. Ich muss einmal kurz in den Shop gucken. Das muss ich jetzt leider noch machen, auch wenn das Video dann über Minuten hat. Ob ich... Steht da bei Überladewagen? Ob ich meinen kleinen Überladeanhänger habe. YouTube, das muss jetzt sein. Es tut mir furchtbar leid für euch, dass ihr euch immer diese Scheiße angucken müsst bei mir. Wo sind denn die Überladeautos? Da. Gleich am Anfang. Yeah. Oh, ich habe das Torbild immer noch nicht geändert. Ha, den kann ich mir sogar leisten. Yeah. Kaufen. Yes, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.